Herzlich willkommen und hallo bei Nerdfunner Web Show. Ha! Und heute sage ich es euch, natürlich bin ich mit der Michaela mitgegangen. Wir sind da zum Hauptbahnhof, haben uns da einen Bommel geholt, jeder einen Fuffi und dann sind wir zu ihr nach Hause gefahren. Also wir sind nicht mehr weiter zu Marienplatz. Alles, was wir ursprünglich vorhatten, war an dem sofort obsolet. Ich weiß es auch gar nicht mehr, aber ich weiß, dass wir zu ihr gefahren sind. Sie ist noch schnell in eine Apotheke rein, hat sich Ascorbinsäure und Spritzen gekauft und ich habe Alufolie mehr im Supermarkt geholt. Dann sind wir zu ihr gefahren, waren in der Bude, sie hat sich einen Druck gesetzt, den ich habe Folie geraucht. Ich habe den ganzen Bommel verraucht, damit ich was spüre, und sie hat von dem Bommel ein Drittel geraucht und war halt knülliger als ich. Sie war richtig krass zu. Ich halt nicht. Und dann setzt sie mir so dumme Sprüche. Ja, siehst du, das hast du davon, jetzt spritzt jetzt mehr davon und bla bla bla, das ist Verschwendung und tralala. Im Nachhinein gebe ich ja recht, ja, ist so. Wenn man sich für diese Droge entscheidet, ist die Injektion am Ende sowieso, es kommt früher oder später, ist das auch. Und dann wird man sagen, hey, das ist bloß. Aber ist egal, ich will niemanden einreden, macht es lieber gar nicht. Keine, lass die Finger von dem Scheißdreck her, das geht immer böse aus. Ja, auch wenn es angeblich Leute gibt, die es damit umgehen können. Ich kenne niemanden, der es länger geschafft hat, als 5 Jahre mit dem Hund zu gehen, und dann war er später drin. Richtig krass drauf. Egal. Nun war das auch so, dass die Beziehung mit der Michaela nicht lange gehalten hat, weil sie hat sich total verändert, sobald sie das bekommen hat. Ich vermutlich auch. Ich weiß es nicht, ob ich mich groß verändere oder nicht, ob ich immer gleich bin von dem Wesen her. Ich vermute mal nicht. Aber bei ihr war es schon wirklich ultra krass, wie die sich verändert hat. Ich glaube, von heute auf morgen war die ganz anders drauf. Hart, kalt, mir gegenüber. Und hat auch immer versucht, mich zu piesacken. Also so lange, also richtig, dass ich wütend werde. Und dann bin ich halt gegangen. Und auch da war die Beziehung mit der Michaela beendet. Erstmal. Wir sind dann nochmal zusammengekommen. Ein paar Wochen später. Und da war es dann auch richtig, wir waren richtig eng. Und ihre Eltern haben uns sogar einen großen Schrank gekauft, damit wir zusammenziehen können. Und dann treffen wir an der Gisela Straße jemanden, den sie von früher her kannte. Abgefuckt ausgeschaut, Haare ganz richtig krass, gestunken hat er mit Zau schon. Also ich wusste ihn jetzt nicht so besonders gut, also ja, er war halt auch affig, und dann habe ich gesagt, wenn er will, kann er mit Kurin oder was, und wollte alles nicht. Ich habe zweimal gehabt mit Kurin und alles, und dann Affen weg, ich wollte nicht. Er macht jetzt noch was mit dem Geschäft, dann zieht er einen ab oder so und kauft sich was. Und ich weiß nicht, was das immer ist, aber anscheinend hat es angezogen, weil es hat nicht lange gedauert. Dann erzählt sie mir, dass wenn er sie anfasst, ist sie total erregt, und wenn ich sie anfasse, halt nicht mehr. Und das ist auch jetzt der Grund, warum das in die Beziehung geht. Und das war für mich halt damals schon ein Entscheideweg. Ich musste mich entscheiden. Das war für sie auch ein Entscheideweg. Sie musste sich entscheiden. Jetzt nochmal ein Versuch machen mit Kindern oder jetzt richtig drauf kommen. Spoiler-Alarm, ich habe versucht, sie hat den anderen Weg gegangen. Das habe ich in einem anderen Video schon mal erzählt, wo ich sie wieder getroffen habe mit meinem Kind. Sie hat ja von dem dann ein Kind gekriegt. Und ich bin halt dann eingesperrt worden. Dann hat sie dann wieder getroffen. Zwischendrin habe ich ja da eine Freundin gehabt in Augsburg. Diana, falls du das siehst. Und war da gerade clean, als ich mit der zusammen war, und musste dann die Beziehung, habe ich dann beendet, weil ich wieder drauf gekommen bin und sagte dann, sorry, bevor ich dich mit da reinreiße in die Scheiße, muss ich die Beziehung beenden. Ich wollte nicht, dass sie drauf kommen. Die habe ich später wieder getroffen in Berlin mit einem dann Freund, mit dem sie da zusammen war. Und davor hat sie mich besucht in Pichel auf der Therapie und war drauf. Aber ich war es nicht. Immerhin war ich unschuldig. Ich habe sie nicht drauf gebracht. Bin ich immer stolz drauf. Weil ich weiß, was dieses Zeug mit einem macht. Ja, also Heroin bringt dich zu Dingen, das glaubst du nicht. Du würdest dir niemals in deinem Leben doch jetzt sagen, hey, ich ziehe keine Leute ab, ich gehe nicht zum Einbrechen, ich würde niemanden Tasche
durchsuchen und dieses Geld rausklauen, wenn er es nicht merkt, und das bei den besten Freunde. Und das sind die Dinge: Keller aufbrechen, Kiosk aufbrechen, Zigarettenstangen im Supermarkt klauen, Schnapsflaschen im Supermarkt klauen, die Sachen dann wieder verkaufen, das Geld dann nehmen, um was anderes zu kaufen. Ich bin halt in der Zeit reingerutscht, damit auch für die Insaft mittlerweile verschrieben worden ist von Ärzten. Dann habe ich den Saft an der Gittelerstraße verkauft und mit dem Geld habe ich mir dann Heroin gekauft oder Koks gekauft auch. Also es ging nur immer darum, woher kriege ich Kohle für den nächsten Tag oder das ist ein Fulltime-Job, rund um die Uhr. Essen interessiert da gar nicht mehr. Also wir essen ja alle zwei Tage mal eine Brezi oder eine Flasche Cola. Die Haut, wenn du so machst und loslässt, bleibt es so stehen, weil du halt so dehydriert bist und du stinkst auch wie Sau, weil der immer auf dem Zug, da stinkt man dann, wenn auch mal was. Das ist dann auch egal, Hauptsache du hast Kohle. Frauen neigen sofort dazu, einen Körper zu verkaufen, weil es das Einfachste ist, und wenn sie halt auch eine gute Figur haben anfangs oder auch noch schöne Haut und alles, dann verkauft sie es auch noch gut. Und das Heroin, da kannst du ja nicht essen. Und wenn du jetzt vielleicht eine fülligere Frau warst, bist du plötzlich schlank, hast eine super Figur, dann nutzt diese Gelegenheit halt. Aber da siehst du dann wirklich die Abgründe. Da Männer sind solche Arschlöcher, wenn sie glauben, sie können für Geld alles machen. Kann ich euch schon mal sagen. So, das war jetzt mal wieder ein richtiger Abturner. Ich weiß schon, gell, dass das richtig abturnt. Aber so ist es halt normal. Ich kann euch nur sagen, lasst die Finger von dem braunen Zeug und von dem weißen und alles in den Pulver. Finger weg von Crystal Meth, Heroin und Kokain. Koks könnt ihr mal eingehen lassen, wenn man das legal kriegen könnt. Und nicht zu so riesigen krassen Längen, sondern nur in kleinen Dosierungen oder irgendwie anders, sodass es halt nicht schnupfen oder irgendwie anders halt Konsum. Vom Feeling her, dass die Leute halt diesen Antrieb haben, den sie da brauchen, dieses klare Denken, was sie haben wollen. Bei Koks wirkt ja so, du bist ja klar im Kopf und kannst ja wirklich gut rechnen erst einmal, aber man überschätzt sich dermaßen und man verrechnet sich auch dermaßen, kannst du alles vergessen. Das ist alles nicht echt. Aber das Feeling ist halt da. Und viele Menschen nutzen das auch für die Arbeit, wenn sie damit umgehen können. Ja? Aber es gibt ja halt keinen legalen Markt. Und da kann es natürlich auch passieren, dass du zweimal gleich aussehendes Zeug hast. Es schmeckt gleich, aber es wirkt komplett unterschiedlich. Ja? Und das, was weniger betäubt, ist meistens stärker. Beim Koks zumindest. Ja, in Bayern lernst du auf Therapie auch nicht, wenn man sich richtig in Schuss setzt. Da sagt ja keiner, du musst in die Vene machen, bloß nicht in die Arterie. In der Arterie, das klopft in der Spritze, wenn du das machst, ist lebensgefährlich. Ja. Beim ersten Mal schwimmt raus. Das sagt da keiner. Das habe ich in Hessen gelernt, in Friedberg. Die haben mir das dann erzählt. Damals war es dann auch so weit, dass mein Schritt, habe ich auch schon erzählt in einem Video, der Schritt war von Folie rauchen zur Spritze. Lass die Finger davon. Cannabis ist etwas, das lohnt sich dafür zu kämpfen, dass es endlich legal wird. Und wenn es legal ist, hat auch keiner mehr, glaube ich, großartig Interesse daran, andere Sachen zu nehmen. Und der Schwarz noch so gut ausgetrocknet. Die paar Hansel, die sich dann mit anderen Zeugen noch kaufen, dann wenn man noch einen legalen Absatz dafür findet, dass die dann jetzt auch nicht mehr für Schwarzzeug brauchen. Wo kein Kohle mehr zum Holen ist, da gibt es auch keine Leute mehr, die ein Risiko eingehen. Logisch. Warum kostet in Bayern alles mehr als im Norden von Deutschland? In den Häfen, Hafenstädten ist immer günstiger. Warum wohl? Ja? Angebot und Nachfrage. Wenn du mehr Angebot hast, das Nachfrage ist günstiger. Hast du mehr Nachfrage als Angebot, ist es teurer. Und in Bayern kommt immer der Gefahrenzulage dazu. Jeder verlangt doch mehr, was gefährlicher ist. Weil du sehr viel höhere Strafen kriegst, wenn du dich stirbst. Und auch du beschissener behandelt wirst von der Polizei, wenn du dich stirbst. Peace out, Leute.